aus der Fähre bringen wir die Sendung für junge Leute, HITS A GOGO. Heute Abend lauter Premieren. Zum ersten Mal nach einer langen Sommerpause, zum ersten Mal und ausnahmsweise in Farbe. Zum ersten Mal ist auch das Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz dabei und vor allem zum ersten Mal die dritten Programme des Norddeutschen Rundfunks, des Senders Freies Berlin und Radio Bremens. Zum ersten Mal auch präsentieren HITS A GOGO Suzanne Doucet und Hardy Hepp. Herzlich willkommen alle miteinander. Und jetzt meine Kollegin vom Tessiner Fernsehen, prego Marina. Signore e signori, buonasera. Dalla Fiera Internazionale della Radio e Televisione in Zurigo presentiamo per la prima volta a colori HITS A GOGO. Presentano Suzanne Doucet e Hardy Hepp. Cheerios Mike. Das ist unser Tonmeister. Grüß mit der Hand. Guten Abend, alle Freunde von HITS A GOGO, das zum ersten Mal heute Abend in Farbe ausgestrahlt wird. Sag mal, Hardy, wie viele Farbfernseher gibt es eigentlich in der Schweiz? Zwischen 5 und 6.000, glaube ich. Das ist aber sehr wenig. Ja, eigentlich schon. Darum hoffe ich, dass die schwarz-weiß sehen, auch so den Blausch haben wie wir an der Sendung. Ich zum Beispiel habe ein geiles Hemd an. Du, ich verstehe das leider nicht, was du da eben gesagt hast. Also ich sage es ja auf Hochdeutsch, für alle unsere Schwarz-Weiß-Fernseher, ich habe ein gelbes Hemd an. Nein, das ist Brun. Aber eine dunkelblaue Hose. Aber wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren und gleich unsere ersten Gäste aus England begrüßen. The Nice! Thank you.
murdered by the hand of the inevitable. Das sind nice mit einem Stück aus der Westside Story Amerika und wir möchten ein paar Fragen an Sie wenden. Also ich habe eine ganz besondere Frage und zwar vor allem an Keith Emerson, der die Orgel gespielt hat. Why did you put these knives in the organ? Well, there's two reasons actually, that it holds down two notes and it enables me to sort of play other things. You know, while I'm playing the organ, it enables me to do more notes. Also der erste Grund ist, dass er einfach die Töne hält, wenn er die Messer in die Tasten reinsteckt. And the second reason? Well, the second reason is sort of slightly symbolic of the sort of the murders and the violence that has happened in America that has produced the sort of the thing with the president, you know, being shot also and all that sort of thing. Auch ein Symbol für die Gewalt, die angewendet wird in Amerika auf der Straße. Er spricht da von diesen Mördern, die ihre Kanonen rumträgen auf der Straße. Ich habe aber noch eine Frage an Lieden, Bassgitarristen. Ich möchte dich fragen, weshalb dass du in Amerika gespielt hast mit deiner Gruppe. Why did you play in America and made your money there? Well, America is probably and could be one of the greatest countries in the world, but I think it's killing itself by its own internal violence. Das ist das, was du am Schluss gesagt hast, am Schluss des Liedes. Kannst du noch mal wiederholen, was du am Schluss des Liedes gesagt hast? Can you repeat what you said on the end of the song? America is pregnant with promise and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable. Danke, Keith. Thank you. Thank you very much.